Also, bisher ist das Spiel keine große Herausforderung. Schön rutschig. Das war blöd. Oh! Okay. Einfach mal mitten in die Wand rein. Och. Ja, und trotzdem springe ich rein. Super. Oh. Das möchte ich. Da kann ich jetzt auch gleich mal die Plattform 1 zeigen. Ja, schick. Jetzt muss ich warten, bis sich die Plattform aufgelöst hat. Ansonsten kann ich das Menü nicht aufrufen. Ja, das spart einem doch ein bisschen Stress. War der richtige Weg. Will ich das? Ja, ja, gut. Upp, ja. Brauche ich eh nicht, also. Wozu auch? Oh, oh, da springe ich jetzt auch gerne in den rein. Aber so ein Extra-Leben, das will ich schon haben. Ach, Mensch. Oh, Mensch. Komm ich denn irgendwie schneller kaputt? Nee. Oh mein Gott. Das war blöd. Oh mein Gott, geh weg. Verschwind. Wow, wow, wow. Aber ich glaube, da oben gab es was. Ein Energietank. Schön. Und jetzt geht es zu Flashman. Oh. Ja, oh nein, nein. Oh, oh. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Oh nein. Oh, war das blöd. Ich habe eben noch schnell versucht, irgendwie durch das Tor zu kommen. Ja, wie man gesehen hat, ging es schief.
Was? 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 Ach Mensch. Ja, komm, komm, lass mich in Ruhe. Hab keinen Bock mehr. Ernsthaft. Und wieder schaffe ich es nicht. Wie blöd kann man sein? Jetzt aber. Ich weiß nicht mehr genau, was gegen den hilfreich war. Ich glaube, die Metal Blades. Aber eigentlich... Ich habe ihn auch nicht als schwierig in Erinnerung. Das werde ich jetzt das sehen. Ja. Ja, was war jetzt seine Waffe? Er kann für eine kurze Zeit die Zeit anhalten. Und genau diese Waffe bekomme ich jetzt auch. Die Zeituhr. Aha. Und Item Nummer 3 bekomme ich. Dies ist diesmal eine Plattform, die... Ja, wieder eine Plattform. Die diesmal aber nicht schwebt. Nein, die krallt sich an einer Wand fest und klettert diese Wand hoch.